Das ist doch eine schöne Musik, wenn man die so pantomimenhaft darstellt und jeder weiß gleich, was gemeint ist. Ich begrüße alle weltweiten Piratenschau-Freunde. Ich habe für Sie die deutschen Tageszeitungen durchgeschaut und komme heute mit der Frankfurter Rundschau, Montag, 19. Oktober, und Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wirklich bildet die heute das Gegenstück dazu, und dann noch ein Teil Frankfurter Allgemeine Zeitung zum innenpolitischen Piratenthema von Samstag mit einer agitatorischen Großdarstellung, ganz im Sinne des Bundesvorsitzenden der Piraten Jens Seipenbusch, der spontan auf die Bürgerrechts- und Innensicherheitsbeschlüsse im Koalitionsvertrag ein Interview gegeben hat, das auch auf der Piraten-Website zu lesen ist, und da kann ich mich nur sehr darüber wundern. Der Vorsitzende Seipenbusch lobt die Durchsetzungsfähigkeit der FDP. Ich weiß gar nicht, womit er sich beschäftigt hat. Das entspricht ja wirklich nicht den Tatsachen, denn die vorläufige Aussetzung des Zugangserschwerungsgesetz oder das BKA-Gesetz oder die Massendatenspeicherung, alle diese schwerwiegenden Sachen, gegen die die Piraten kämpfen, wurden hier von der FDP wirklich nicht wesentlich beeinflusst, sodass sogar die FDP-Leute, die sich dafür eingesetzt haben, jetzt sehr enttäuscht sind. Die Frankfurter Rundschau von heute hat zum Thema einen Leitartikel, den ich ganz kurz zitieren möchte, und zwar auf der Seite 11. Der Meinung ist hier Stefan Hebel tätig geworden, und er schreibt: über ihre wirtschaftsliberalen Wünsche wird die FDP noch ein wenig streiten mit CDU und CSU. Beim zweiten großen Thema des Liberalismus, den Bürgerrechten, hat sie schon versagt. Und da ein kleiner Auszug dazu: das ist ein Armutszeugnis. Die umstrittensten Sicherheitsgesetze der Ära Schäuble bleiben bestehen, mit einigen neuen, aber absolut unzureichenden Einschränkungen bei Genehmigung und Durchführung der Schnüffelei. Man muss kein Prophet und nicht mal Wahlforscher sein, um zu erraten, dass selbst eingefleischte Gegner von Schwarz-Gelb in der Innenpolitik nach der Wahl ein paar Hoffnungsschimmer sahen, wer unabhängig von sonstigen politischen Vorlieben im Spannungsverhältnis von innerer Sicherheit und Bürgerrechten auf möglichst große Liberalität setzt, hatte ja auch einigen Grund zum Optimismus. Denn die SPD war in der Großen Koalition zwar den schlimmsten schäublichen Angriffen auf den Geist des Grundgesetzes entgegengetreten, zum Beispiel beim Einsatz der Bundeswehr im Innern, aber wenn es darum ging, die Bürger mit dem niemals belegten Argument der größeren Sicherheit auszuspähen, stand sie nicht gerade wild entschlossen auf der Seite der Freiheit. Die Westerwelle FDP, so hörte man vor der Wahl auch von parteiinternen Bürgerrechtlern, sei keineswegs nur wirtschaftsliberal. Nein, der Vorsitzende habe im Rahmen der Umschulung auf Seriosität auch den Wert von Recht und Freiheit ausreichend schätzen gelernt. Na gut, da können wir noch lange drauf warten, denn es ist Gargantuas Furz, wie ich es in der Nummer 36 genannt habe, eine riesen Kunstaufregung. Die FDP kann sich im Grunde genommen auflösen, denn die Liberalität in Deutschland wird nicht von der FDP geschützt und vertreten. Und ich möchte also hier sagen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung indes von heute bildet den Hindukusch von oben ab, als wenn man den Soldaten sagen will: so haben wir also in der Lüneburger Heide trainiert im Manöver, und da müssen wir dann herumkraxeln. Ich halte nichts von diesen Einsätzen, und ich glaube auch, dass die Frage, wie weit man jetzt bei der Bundeswehr pakistanisch oder afghanisch lernen muss, noch nicht für entschieden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute bringt nichts anderes als Wirtschaftsnachrichten der IT in der Unterstellung, dass unsere Sicherheits- und Bürgerrechtspolitik durch Wirtschaftspolitik schon irgendwie sich rechtsstaatlich entwickeln würde, während die Piratenpartei dafür antritt, dass die digitale Kommunikationsrevolution tatsächlich jeweils geprüft wird bei allen Gesetzen und bei allen Entscheidungen, dass die Abwägung auf die Menschen und auf die Menschlichkeit, die wir selbst herstellen wollen, Rücksicht genommen wird und beachtet wird, und zwar mit einem Veto bei dem Bundeskanzler, bei der Europäischen Union und bei allen politischen Ebenen, auf denen wir Politik gestalten. Hier ist also der Artikel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Samstag, die nämlich genau auf dieses Thema Rücksicht nimmt, und da sagt es: Machungsstaat und dann auch Koalitionsvergemeinerung von Professor Dr. Emeritus, also Altersruheständler. Ich glaube, der Herr Bull hat vielleicht von Staatsrecht Ahnung, das weiß ich nicht, aber von Soziologie, von IT-Politik und von der Diskussion um die Bürgerrechte in Deutschland hat er offensichtlich keine Ahnung. Ich bin diesen Argumenten nachgegangen. Ich werde mich bei nächster Gelegenheit dazu inhaltlich präzise äußern. Dafür reicht jetzt hier die Zeit nicht. Ahoi, liebe Piraten weltweit. Wir müssen weitermachen. Außerparlamentarische Opposition für die Bürgerrechte in der IT-Politik.